So, willkommen zurück, Leute, hier beim Sonntagslauf ist es nicht, bei der Sonntagsfolge, der letzte, nee, das letzte Rennen der Saison 2018 in der Blancpain GT-Serie. Wir haben hier gerade mitten im Zweikampf mit dem Nissan GT-R gestartet. Okay, Toby, the next car is Harry. Der hält uns gerade ein bisschen auf. Überhaupt kein Grip, wenn du dicht hinter einem Auto herfährst. Das hier ist ja unsere Spezialität, die Kurve da. Und hier haben wir immer immense Traktionsvorteile gegenüber den anderen. So auch jetzt. Fastest lap for Berman, 147.9. Genau dasselbe wie in der Runde zuvor, aber jetzt bin ich ein bisschen weiter vorne. Reicht trotzdem nicht. Lässt er mir Platz? Jawohl. Sorry, falls ich gerade zu laut bin oder übersteuere oder zu leise bin. Ich habe gerade überhaupt keine Möglichkeit, mich auf Audacity oder irgendwas zu konzentrieren oder OBS. Ich bin gerade voll hier im Zweikampf drin. Aber besser rausgekommen. Das sollte eigentlich reichen. Oh, geht der schon wieder auf die Bremse. Krass. Alter, kann der spät bremsen. Bin ich hier wieder voll in der Dirty Air drin. Oh, das war mein Fehler. Oh Gott. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Das war 100% mein Fehler. Da wollte ich mit der Brechstange probieren, aber Brechstange klappt natürlich nicht. Jetzt ist mir der Lukas auch noch in die Karre gefahren. Na gut, dann gehen wir jetzt an die Box. Ich habe jetzt Sprit runtergestellt auf 10 Liter, das sollte eigentlich reichen. Watch your speed limit in the pits. Oh, das sollte eigentlich, oder? Ja, 12. Ah, 12. Ja, okay, das war dumm. Das war dumm, da haben wir wirklich viel Zeit verloren. War natürlich auch jetzt unfair gegenüber von dem... Also war dem Nissan auch unfair gegenüber, aber ich hing dahinter einfach fest, okay, und ich wollte dran vorbei. Und da es ein paar Runden zuvor beim Lukas Auer funktioniert hat, der da gerade auch an die Box kommt links, habe ich gedacht, probierst es. Hat leider nicht funktioniert. Also ich glaube, der Nissan hat mir schon Platz gelassen, aber ich war einfach einen Meter zu spät auf der Bremse und bin dann noch mit ein bisschen Rechtsspeed in den reingerutscht. So, alle Boxenstopps abgeschlossen für diese Saison. It's clear.
Next car is Guidi, the leader. Engelhardt is pitting. Mais is now in the lead. The gap behind is now 3.6 seconds. Weissel in front is pitting. Tut mir natürlich noch leid für den Lukas Auer, der da noch in mich reingefahren ist, aber er hat mich wahrscheinlich einfach zu spät gesehen. Aber damit ist wahrscheinlich dann die Top-10-Platzierung auch futsch gewesen. Müssen wir mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. 22. Hinter einem Ferrari mit kalten Reifen. Alright, Toby, the next car is Molina. Schon mal eben gezeigt. Oh, verliere ich hier wieder viel Zeit. Aber hier mit den angefahrenen Reifen viel schneller durch. Und ganz easy geschnackelt. Bortolotti is leading the race. Hinter Platz, aber ich glaube, zwei vor uns fährt der Nissan wieder. Okay, Toby. 5 minutes to go. 5 minutes left. The track temperature is decreasing. It's now 32 Celsius. Boah, laufen wir schnell auf den Mercedes auf. Come on, Toby. Nicely done. Air temp's falling. It's now 28 Celsius. Ja, da ist er wieder. Das heißt, wir haben jetzt unsere Position von vor dem Unfall wieder.
position. Oh, der ist hier wieder verdammt stark auf der Bremse. Diesmal wollte ich nichts riskieren. Ich hätte es versuchen können. Ich hätte es versuchen können, aber ich wollte nichts riskieren. So hätte das vor zwei Runden auch schon laufen können. Good pass, mate. That was fucking brilliant. Platz 8, okay. Gelbe Flagge. Aber nicht hier. Na, ist auch schon wieder weg. Ja, nach vorne haben wir 3 Sekunden. Eben waren es noch über 4. Das heißt, wir kommen dann näher, aber dadurch, dass der erste jetzt schon in der letzten Runde ist, glaube ich nicht, dass wir da noch auf Platz 7 angreifen können. One more lap to go. Was sei denn, der läuft da vorne jetzt auf den zu überrundenden auf, aber das denke ich auch nicht. Alles hier rausgequetscht aus dem Bremspunkt. Und zu viel gewollt in der Kurve. Ja. Das ist dann wohl gelaufen. Ich glaube, hier waren gerade Spuren auf dem Boden. Ich glaube, die gelbe Flagge war dann eben hier. Da hat er gerade meinen Hochschalten nicht akzeptiert. The track temperature is decreasing. It's now 30 Celsius. Alles rausholen. Vielleicht macht er noch einen Fehler.
Aber ne. Ne. Eine Runde noch, dann wäre ich dran gewesen. Aber so wurde das nichts mehr mit dem Lambo hier. Boah, achter Platz. Achter Platz. Ist ja noch ein ganz versöhnliches Ende eigentlich. Ich meine, normale, also wir waren ja immer bei den, Langstreckenrennen gut. Das 3-Stunden-Rennen Silverstone, unglücklich Zweiter geworden. Verdient hätten wir eigentlich den ersten Platz. Dann auch bei dem 6-Stunden-Rennen von Paul Ricard waren wir stark. Bei den anderen 3-Stunden-Rennen Monza haben wir gewonnen beispielsweise. Und hier eben durch den Unfall, durch diesen blöden Unfall mit dem Nissan, dann nur auf dem 8. Platz. Ansonsten wären, denke ich mal, Top 5 drin gewesen. Also, könnte ich mir schon vorstellen. Wir haben ja allein 2 Runden gebraucht, um auf den Nissan wieder aufzuschließen. Das waren locker 5 Sekunden oder so. Wenn wir das mal hochrechnen da vorne. 5 Sekunden, dann wären wir nämlich am Götz dran gewesen. Und wenn wir an dem vorbei wären, dann wären wir ja schon bis auf ein paar Sekunden an Platz 5 dran gewesen. Insofern wäre da auf jeden Fall heute mehr drin gewesen, aber für die Meisterschaft, denke ich mal, hat es trotzdem gereicht. Es sei denn, es ist jetzt durch den Langstrecken, durch das Langstreckenergebnis hier hat es ja nochmal viel verschoben, wobei ich es mir nicht vorstellen kann. Naja, schauen wir doch einfach mal. Ich habe selbst noch keine Karriere hier beendet. Mal gespannt, ob jetzt vielleicht noch irgendwas passiert. Eine tolle Videosequenz oder so. Fortsetzen auf jeden Fall. Gucken wir mal. Saving Replay, das ist auf jeden Fall gut. So, Sprint. 4. Platz. Langstrecke. 1. Platz. Mit massig Vorsprung. Und jetzt die entscheidende Frage. Hat's gereicht für die Gesamtmeisterschaft? Ja. Champion. Im ersten Jahr Champion in der Blancpain GT-Serie. Mit einem Vorsprung von über 30 Punkten vor unserem Teamkollegen, auch von Team WRT. Das bedeutet, wir haben die Meisterschaft geholt und auch die Teammeisterschaft direkt doppelt. Optimales Ergebnis. Der 3. WRT Audi auf der 4, dazwischen Lambo, also selber Motor. Ich würde mal sagen, der V10 hat diese Saison dominiert. Kann man nicht anders sagen. Wir gucken nochmal durch die Klassen durch. Silverklasse, der AKK Mercedes. Was gibt es noch? Pro-M, der Kessel Ferrari. Im Langstrecken-Cup sieht das Ganze wie folgt aus. Da ist der Umbra Racing Huracan GT3 Meister geworden. Der Barwell Lamborghini in der M-Kategorie, in der Pro-M der Stracca Mercedes. Okay. Ja. Und Gesamt Silver der Emil Frey Jaguar. In der M-Kategorie der Reiter Lambo. In der Pro-M der Kessel Ferrari. Und gesamt eben wir. Sehr schön, Freunde. Komm, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt auf zurückgehe. Nix. Okay. Ja. Jungs und Mädels, erster Güte. Das war die erste Meisterschaft hier in der Blancpain GT-Serie 2018.
Ich weiß noch nicht, wann ich es schaffe, dieses Highlight-Video zusammenzuschneiden. Aber da soll es auch dann bald was geben. In gewohnter Art und Weise. Ich muss mal gucken, wie das hier ist mit dem Replay zusammenfrickeln. Ob das so einfach geht wie bei Race Room. Das werde ich aber dann relativ schnell herausfinden. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Also das nächste Mal, da werde ich dann, denke ich, neue Saison. Na, vielleicht mache ich das noch nicht, vielleicht, ja, wobei die Replay, na, ist ja egal. Dann lassen wir uns einfach dann gemeinsam überraschen. Auf jeden Fall dürften wir dann die 2019er Autos, wo ist es? Irgendwann kommt man doch hier das Jahr einstellen. Ach, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, da. Genau, nächstes Jahr werden wir dann mit den 2019er Autos an den Start gehen. Ja, hier mit dem schicken Porsche, mit dem Aston Martin dabei. Mit dem neuen McLaren 27S. Schnittiges Ding auf jeden Fall. Lexus ist wieder mit dabei. Der Lambo Evo ist mit dabei. Hier Honda NSX, ziemlich geiles Teil. Der Ferrari, der BMW, der Bentley. Alle sind sie dann mit dabei. Also nächstes Jahr wird es dann auf jeden Fall die 2019er Saison geben. Also was heißt nächstes Jahr? Wobei doch, tatsächlich nächstes Jahr. Wir haben ja schon wieder bald Weihnachten. Jungs, Jungs, Jungs und Mädels, Mädels, Mädels. Naja, wie dem auch sei, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann irgendwann bald wieder. Und ja, bis dahin würde ich einfach mal sagen, halli, wurscht doch, ciao.